Nun gut, wie versprochen, dann Kapitel 5. Tales of Monkey Island. Rise of the Pirate God. Ich bin gespannt. Neues Spiel. Na klar, sind wir bereit. Ordnung! Ordnung! Ich verlange hierbei die Freilassung von Guybrush Threepwood und die sofortige Gefangennahme von LeChuck und der Voodoo Lady. Ins Loch mit ihnen! Die Pocken! Der Fluch ist aufgehoben! Yippie! Unheilig das hier! Bist du das? Mutter? Ich hab mir auch die Hände gewaschen. Guybrush! Ohne die Voodoo Lady. Hier liegt Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Hallo! Es ist so dunkel hier! Hört mich jemand? Wo bin ich? Ich sehe nur schwarz. Wo kommt all diese ganze Erde her? Vielleicht schlucke ich sie einfach runter, um sie aus dem Weg zu haben. Hey, ich glaube, ich sehe Licht. Ich muss einfach nur noch ein wenig Erde... Hey! Ich fasse es nicht. Ich wurde lebendig begraben. Mal wieder. Hey, meine Hand ist wieder da. Oh, oh, aber das ist mir nicht geheuer. Wo bin ich? Da kann man das Skelett von ihm erkennen. Der Grog-Automat. Guck mal hier, man kann hier drücken. Krass. Sowas sieht man auch nicht jeden Tag. Grog, Diät-Grog, Cherry-Grog, Grog-XD. Nichts. 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 Dieser Automat nimmt nur Scheine. Nur Scheine? Oh. Irgendwie ist es mir gelungen, mich an diesem seidenen Faden meines Lebens festzuhalten. Lass mich raten, das ist Elaine, oder? Dreck ohne Schreck. Dreck ohne Schreck. Können wir die treten? Nein. Zum Gruße, Santino, mutig und groß. Ein Pirat zu gut für eines Grabes Schoß. Nugi mochte Bongos und Damen dazu. Er wandte sich gegen seine Brüder und sie brachten ihm Ruhe. Hier ruht Ted, ein Piratendieb. Er wollte LeChuck niederstrecken, jetzt liegt er im Grab, nicht wieder zu erwecken. Hier ruht Frederick Pirate. Liebender Ehemann, hingebungsvoller Vater, Stütze der Gemeinschaft. Gehängt aufgrund eines schrecklichen Missverständnisses. Oh ja. Ruhe in Frieden, Davy, Piratenjournalist. Seine Geschichten waren gut, sein Nachruf war Mist. Hier ruht, wie heißt er gleich? Er bleibt unvergessen. Oh ja. Seht die Überreste unseres geliebten Kapitäns Barrett, in den Kopf gehackt mit einem Schrei von seinem meuternden Papagei. Ruhe in Frieden, Phineas MacDriver, alias Haikämpfer Finny, alias Haiköder, wurde von einem Bären gefressen. Haiköder wurde ver... Hey, Hundchen, komm her, Kleiner. Oh, ob er sich wohl verlaufen hat? Ich nehme ihn lieber mit. Vielleicht sollte ich mich erst mit ihm anfreunden. Das ist ja putzig. Okay, wir kommen hier nicht weiter, wir brauchen Knochen. Können wir wieder... Guybrush Threepwood,
Schmächtiger Pirat. Schmächtiger? Immerhin haben Sie diesmal meinen Nachnamen richtig geschrieben. Dipperkind? Ah, jetzt steht's hier. Haben wir doch irgendwo ein Grab, was... Nee, haben wir alle. Drehkreuze. Warte mal, hier Trinkgeld. Ich habe aber kein Trinkgeld. Wow, mit Trinkgeld verdienst du nicht übel. Nicht anfassen. Ey, das ist Wilson. Hallöchen, ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Und du siehst mir ziemlich dahingeschieden aus. Ei. Der hat einen Goldzahn. Nette Klamotten. Yo. Okay, jetzt ist sehr, sehr redegewandt. Bin ich wirklich tot? Yo. Ei. Ei. Bin ich wirklich, wirklich tot? Yo. Ayo, ayo. Ich bin also komplett tot. Ay. Bin ich nicht nur fast tot? Jo, okay, hör zu. Dein Leben hängt vielleicht an einem ganz dünnen seidenen Faden. Aber lass uns der Einfachheit halber sagen, du bist mausetot. Das Boot sieht makellos aus. Kaum zu glauben, dass damit den ganzen Tag Tote durch die Gegend geschippert werden. Ordnung ist das halbe Leben. Ah, du kommst auch mit. Kennen wir uns? Nee. Sie kommen mir bekannt vor. Sind Sie sicher, dass wir uns nicht schon einmal begegnet sind? Jo. Könntest du mich vielleicht irgendwie ins Land des Lebens zurückbringen? Nee. Und wo willst du mit deinem Kahn hin? Zum Scheideweg. Bringst du mich nun zum Scheideweg? Bezahle mich. Und was kostet mich das? Die goldenen Augen des ewigen Schlafs. Augen des ewigen Schlafs? Ich soll dir meine Augen geben? Nein. Ich meine, ich weiß ja, dass ich tot bin, aber irgendwie hänge ich an meinen Augen. Tust du nicht. Kann ich ohne sie denn noch was sehen? Weißt du, ich bin nämlich noch nicht so lange tot. Das ist eine Metapher, du Banause. Gib mir einfach die beiden Goldmünzen, die man dir bei deinem Begräbnis auf die Augen gelegt hat. Welche? Ah, die goldenen Augen des ewigen Schlafs. Jetzt kapiere ich. Aber da fällt mir ein, man hat mir gar keine Münzen ins Grab gelegt. Typisch Piraten. Keine Münzen, kein Scheideweg. Oh. Ich habe einen Hund gefunden. Gehört er dir? Nee. Nee. Weißt du, was dieser Hund da drüben macht? Nee. Wieso habt ihr im Jenseits eine Grogmaschine? Für den Durst der ewig Wartenden. Hm, alles klar. Aber die warten nur, wenn sie kein Geld haben. Und ohne Geld können sie aber kein... ist egal. Achso, hat Wieso man habt ihr im Jenseits eine Grogmaschine? Für den Durst der ewig Wartenden. Hm, alles klar. Ich komme wieder, wenn ich 2 Goldmünzen gefunden habe. Yo. Yo. Okay, kann ich das hier irgendwie mitnehmen? Nee. Lass mich das nur kurz zählen. Nicht anfassen. Wow, das Boot ist schon beinahe zu sauber. Nette Gondel. Und so sauber, trotz der Tatsache, dass sie sich durch einen Fluss an ektoplasmischem Bodensatz bewegt. Ei. Übrigens, ich bin Vorwerkvertreter. Ich glaube, da ist noch ein Fleck. Nee. Da drüben ist ein richtig dicker Schmuddelfleck. Was? Hol's der Deibel. Da hab ich geschrubbt wie verrückt. Verfluchte Gören. Er hat reichlich Geld dabei. Ich nehme mir nur ein wenig. Ein wenig? Ein Blattgold. Je mehr Kohle ich habe, desto mehr Rätsel kann ich lösen.
Okay. So, gucken wir mal. Guck mal hier. Man kann durchgucken. Das ist so genial. Okay. Nimmt nur Scheine, ne? Prima. Also, worauf habe ich Durst? Hey, sie hat mir Kleingeld gemacht. So, warte mal. Wir haben Kleingeld. Geht das doch mal. Bitte, bitte, bitte lass das funktionieren. Ja. Ich will einen Grog trinken. Ich glaube, da ist noch ein Fleck. Nee. Nee. Da drüben ist ein richtig dicker Schmuddelfleck. Was? Hol's der Deibel. Da habe ich geschrubbt wie verrückt. Verfluchte Göre. Vielleicht noch ein wenig. Nee. Ich glaube, die Leute müssten sich doch auch platt gelacht haben, oder? Prima. Also, worauf habe ich Durst? Worauf habe ich Durst? Ich nehme einen Grog XD oder einen Sherry Grog. Eigentlich heutzutage... Ich glaube, das, was leuchtet, ist nur verfügbar, ne? Ja, Cherry Grog ist wohl aus. Ah. Mist, das ist mein zweitliebster Geschmack, gleich nach Purple. Okay, und Grog? Ein erfrischend kühler Grog zum Mitnehmen. Für das gewisse Extra vor einem langen Tag. Nee. Nichts. Ich glaube, wir müssen noch mal Geld holen. Nee. Ich glaube, da ist noch ein Fleck. Nee. Da drüben ist ein richtig dicker Schmuddelfleck. Was? Hol's der Deibel. Da habe ich geschrubbt wie verrückt. Verfluchte Gören. Nee. Vielleicht noch ein wenig. So, mal gucken, was doch da ist. Nee. Was? Oh, ich glaube, meine anderen Scheine sind zu zerknittert für den Automaten. Naja, alles andere ist vermutlich ohnehin ausverkauft. Okay, gut. Gut, dass wir darüber geredet haben. Nee. Guybrush Threepwood ist tot. Nachdem er aus seinem eigenen Grab geklettert war, fand sich Guybrush in einem Piratenfegefeuer wieder. Verzweifelt suchte er einen Weg, der ihn ins Land der Lebenden und zu Lane zurückbringt, bevor LeChuck alles an sich reißt. Nee. Okay, wir haben jetzt die zwei Münzen. So ein Zufall. Apropos. Bitte sehr, zwei Goldmünzen. Bitte bring mich zum Scheideweg. Yo. Yo. Boot nur einzeln betreten. Nach Ablegen sind Hände und Füße bei sich zu behalten. Die Fähre zum Mittelpunkt des Scheidewegs haftet nicht für Gegenstände, die beim Verlassen an Bord verbleiben. Hätte ich doch was mit dem Hund machen sollen? Vielleicht komme ich ja wieder. Hab ja gespeichert. Steht jemand? Herman Toothroth? Oder wer ist da? Oh, ein Neuankömmling. Hey! Tut mir leid, aber ohne den Geistesblitz kann der alte Gallop dich nicht richtig in Szene setzen. Komm, kauf ein Erinnerungsfoto. Nein, danke. Ich hab kein Geld. Tatsächlich? Dann gucken wir doch mal, was du so bei dir hast. Hab ich mir doch gedacht. Du bist nicht pleite, sondern bloß knauserig.
Aber das ist schon okay. Niemand zwingt dich dazu, dieses reizende Erinnerungsfoto an deinen eigenen Geist zu verkaufen, der seine ersten Schritte in Richtung seiner Bestimmung unternimmt. Nein, ihr wird dir nichts aufgedrängt. Schon gut, nimm einfach die Flossen aus meiner Tasche, okay? Kapitel 5, Rise of the Pirate God. Nee. Kann man eigentlich wieder zurückfahren? Mittelpunkt, Schwertkampf, Schatzsuche, Diebesversteck, Tor. Wer bist du denn eigentlich? Galeb. Verzeihung, ich hätte da ein paar Fragen. Was kann ich für dich tun, Triebwut? Wo bin ich? Und was ist der Scheideweg überhaupt? Am Scheideweg treffen das Materielle und das Reich der Geister aufeinander. Und hier beginnt auch deine Reise ins Jenseits. Hier kannst du dein endgültiges Schicksal bestimmen und deine Piratenbestimmung im Elysium erfüllen. Oder du spielst einfach die beleidigte Leberwurst. Ganz ehrlich, auf mich wirkst du ein bisschen bockig. Bockig? Ich? Nee! Wo bin ich? Und was ist der Scheideweg überhaupt? Am Scheideweg treffen das Materielle und das Reich der Geister aufeinander. Und hier beginnt auch deine Reise ins Jenseits. Hier kannst du dein endgültiges Schicksal bestimmen und deine Piratenbestimmung. Es wäre schön, wenn die wegfallen würden hier. Was machst du hier? Man könnte sagen, ich bin eine verlorene Seele, die ihren Weg sucht, aber ich kann meinen blinden Hund nicht finden. Ich bin schon ziemlich lange hier. Wenn du also meine Hilfe brauchen solltest, stehe ich dir mit Rat und Tat zur Seite. Der Hund ist auf der anderen Seite. Kennst du die Voodoo Lady? Geht das vielleicht auch etwas genauer? Hast du den Namen? Ich habe inzwischen nämlich so manche Voodoo-Lady kennengelernt. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Ich trage einen seidenen Lebensfaden mit mir herum. Wozu? Jeder, der hier auftaucht, hat etwas, an dem er hängt. Für dich war es offenbar ziemlich wichtig, am Leben geblieben zu sein. Nun ja, ich... Ich zum Beispiel habe mir einen Corndog mit rübergebracht. Ich liebe Corndogs. Aha. Wo ist denn der unheimliche Bootsführer abgeblieben? Seine einzige Aufgabe ist es, die ankommenden Seelen zum Scheideweg zu befördern, wo sie ihr ewiges Schicksal wählen. Sobald seine Arbeit erledigt ist, ist er für seine Fahrgäste nicht mehr sichtbar. Außerdem musste er angeblich früher nach Hause, weil seine Schwester ihre Babyparty feiert. Mhm. Ist schon mal jemand ins Land des Lebens zurückgekehrt? No, niemals. Nein, Zier, ausgeschlossen. Bist du sicher, dass noch nie jemand ins Land des Lebens zurückgekehrt ist? Wer sagt denn sowas? Natürlich ist es möglich. Na, ich erinnere mich da an einen feschen jungen Piraten, der tatsächlich ins Land der Lebenden zurückgekehrt ist, in der Hoffnung, seine einzig wahre Liebe wiederzusehen. LeChuck. Genau das habe ich vor. LeChuck war sein Name, glaube ich. LeChuck? Aber LeChuck kam zurück in dieser Reihenfolge als Geist, Zombie, Dämon, lebende Statue und Killer-Walross. Damit will ich nichts zu tun haben. Ich glaube, das mit der wahren Liebe war eher ein Schuss in den Ofen für ihn. Nach seiner Rückkehr ins Leben herrschte er unten kurz darauf ein ganz schönes Gedränge. Wie konnte LeChuck entkommen? Er hat sich einfach ein Brett gegriffen, in eine krasse Welle geschmissen und ist abgedampft. Lügst du mich etwa an? Was denn? Was habe ich gesagt? Dass er hier rausgesurft ist. Was? Nein, das wäre bescheuert. LeChuck ist in die Welt der Lebenden mit einem mächtigen Voodoo-Zauber zurückgekehrt, den er von der anderen Seite hatte. Ein Zauberspruch? Yep. Und wenn ich mich mit etwas auskenne, dann mit Zaubersprüchen. Aha. Was ist aus dem Zauberspruch geworden, mit dem LeChuck immer ins Land der Nichttoten zurückgekehrt ist? Es heißt, er sei in einer vermoderten Schatztruhe irgendwo auf dem Scheideweg versteckt. Aber das weiß niemand so genau. Ja, es war nett, mit dir geplaudert zu haben, seltsamer alter Mann, der irgendwie nach Oliven riecht. Aber ich habe nicht vor, hier im Jenseits zu verweilen. Meine Frau lebt noch irgendwo da draußen. Nur zu?
Aber du wirst dich sicher wundern, was dich dort erwartet. Was soll das heißen? Ich bin erst seit knapp 2 Minuten tot. Hm? Oh oh. Wehe, 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 dass es dann. Dass dann die Zeit so schnell vergeht. Das muss der Mittelpunkt des Scheidewegs sein. Ja. Dies ist der Ort, an dem jede Seele ihren letzten Piratenpfad einschlagen muss. Zur Wahl stehen Beherrschung des Fechtkampfs, Diebstahls oder der Schatzsuche. Sehr piratisch. Ich kann mich nur für eins entscheiden, oder was? Keine Zeit, den Leuten einen auszugeben. Ich möchte gern dieses Geisterfoto kaufen. Meine Frau wird ausflippen, wenn ich es jemals zu ihr zurückschaffe. Was soll es kosten? Das sollte genügen. Viel Spaß mit der Erinnerung. Okay. Grog. Und vor dem Richter zu stehen, ist nur noch halb so schlimm. Ein Foto von mir als Geist. Es heißt, die sphärische Kamera des Jenseits lässt einen 10 Pfund leichter aussehen. Hm. Warum wohl? Aber hier können wir vielleicht kombinieren. Nein. Schade. Wir hätten daraus Guybrush-Grog machen können. Was passiert? Nicht, dass ich hier den falschen Weg einschlage. Das wäre nicht gut. So was Exklusives oder so. Spiel wird gespeichert. Okay. Ich habe mich immer gefragt, wie es wohl sei, wenn man stirbt. Ich hätte eigentlich ein wenig mehr Glanz erwartet. Und etwas mehr Gloria. Der Scheideweg ist ja schön und gut, aber 21 Salvenschüsse könnten nicht schaden. Ein Streitwagen. Oh, ein Piratenstreitwagen. Ein Chor von Sirenen, die meinen Namen preisen. Naja, irgend sowas in der Art. Ja, ist die Frage, genau. Schatzsuche wäre schon ein gutes Ding. Der Mittelpunkt des Scheidewegs. Die Frage ist, ob wir jederzeit zurück können. Diebesversteck, Schatzsuche. Ich gehe mal erstmal in den Schwert. Was ist denn das hier eigentlich? Guck mal hier. Sie ist doch tot? Morgen? Ahoi, Matrose! Noch so ein Schwertkämpfer, der mich auf ein Leben im Jenseits voller säbelrasselnder Gefechte herausfordern will. Nun denn, zeig, was du kannst! Gott sei Dank geht es dir gut! Heda, ich red mit dir! Ja, mir geht es gut. Ich bin tot. Und du offenbar auch, also hau ab! Tja, es wird dich freuen zu hören, dass ich deinen Mörder ausgelöscht habe. Du hast LeChuck getötet? Was? Der Tod muss dir die Birne vernebelt haben. LeChuck hat mich um die Ecke gebracht. Bei dir war's The Singe. Hallo? Bin Schwertkämpfer, suche Herausforderung. The Singe? Aber du hast doch gesagt... Na großartig. Meine große Chance, Dankbarkeit zu zeigen, und Mr. Mächtiger Pirat schaltet bei meinem Todesröcheln auf Durchzug. Aber... Und dann besudelt er auch noch meinen Ruf als schlagkräftige Piratenjägerin, indem er andeutet, ich könne eine toupettragende, milchgesichtige Knalltüte wie die Singe nicht mit verbundenen Augen schlagen. Wie bitte? Gott, bin ich deprimiert. Hör mal, ich habe nicht vor, hier im Land der Gänsehaut zu bleiben. Ich habe noch ein Hühnchen mit LeChuck zu rupfen und meine Frau ist immer noch in Gefahr. Ich werde vermutlich Hilfe brauchen, um von hier wegzukommen. Und du bist meine einzige Freundin.
Vergiss es. Ich bin eine nichtsnutzige, hinterhältige Verräterin mit Kommunikationsproblemen. Ich verdiene es nicht einmal, deine Freundin zu sein. Niemand? Du musst nur mal wieder ein Schwert in die Hand nehmen. Hier, nimm und tritt gegen mich an. Nein, ich kämpfe nicht gegen jemanden Unbewaffneten. Ich bin bewaffnet. Na los, kämpfe, kämpfe! Nun, ich bin noch nicht fertig mit dir, Fräulein. Ich komme wieder. Na schön, ich warte dann da drüben so lange. Ist das vielleicht der, wie hieß er denn? Santino? Der Kopf, also den wir gegen Murray ausgetauscht haben? Sieht fast danach aus, ne? Aber nun gut. Ich hoffe, dass das alles hier glimpflich abläuft und wir alle, wohlbemerkt alle, also Morgan und Guybrush, die anderen können hier von mir aus bleiben, alle wieder ins Reich der Lebenden befördern. Genau, Santiago, irgendwie so hieß der, ne? Ich bin gespannt. Hier an der Stelle ist Feierabend. Zumindest können wir ein bisschen Schweiß abwischen, ne? Weil wir dachten, puh, Guybrush tot. Stimmt schon, aber ich glaube, wir haben noch eine Chance, ne? Wir sehen uns morgen Abend wieder. Definitiv. Was spielen wir denn morgen Abend? Weiß ich nicht. Ich glaube, der Cheeky hat vorhin angefangen. Vielleicht schafft das auch durchzuspielen. Also bis dato, ne? Mit Dying Light 2 wäre schön, dass es klappt. Und ich hoffe, dass Maya Geddon auch soweit alles in Ordnung ist. Da werde ich mal nachher nochmal nachhaken. Und ansonsten werden wir schon irgendwas finden. Bin ich mir ziemlich sicher, ne? Vielen Dank fürs Zusehen. Schlaft gut, träumt was Schönes. Habt einen schönen, schönen, schönen Dienstag. Ist ein Dienstag, ne? Ja, stimmt, ich hatte heute frei, genau. Habt einen schönen Dienstag. Ich muss morgen auch wieder ran. Schade. Schlaft gut, träumt was Schönes. Bis dahin, euer Firefox.